So, okay, jetzt müsste ich eigentlich wirklich in den Raum rein. Also ich tippe mal ganz stark drauf, dass das irgendwie so sein wird, dass sich da jetzt bestimmt eine Tür geöffnet hat. Naja, aber natürlich wieder nur eine. Und nicht alle. Ey, wirklich, das Dungeon, das hört aber auch nicht auf. Ich meine, ich habe hier jetzt zwar eine geile Rüstung und ein Schwert bekommen. Okay, obwohl jetzt Soul Reaver jetzt irgendwie nicht so eine... Ich meine, es ist zwar eine One-Hit-Kill-Waffe, aber die zieht halt so an der Magie rum. Da renne ich lieber mit meinem Schild durch die Gegend, habe den gleichen Effekt, dass ich einfach nicht getroffen werde. Also jedes Mal für einen Gegner denn irgendwie so eine halbe Magierunde wegzubekommen, ist doch voll der Schwachsinn. Was ist das? Ich wusste gar nicht, dass Klinge und Gewand hier waren. Du machst beiden Gegenständen Ehre, Kain. Ich glaube dennoch, dass sie mir besser stehen würden. Die Matriarchin von Avernus, Lady Azimuth. Mit ihren magischen Kräften hat sie durch in Blut geschriebene Runen Dämonen herbeigerufen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Zu mir, meine Kinder. Wir werden Nosgoth zusammen zerstören. Sie haben dich also geschickt, mich aufzuhalten, Kleiner. Okay, wie soll ich das jetzt machen? Meine Kinder werden dich in Stücke reißen. Kommt, meine Dämonen, lasst uns Vampire blutschmausen. Ey, wie kriege ich das denn auf die Reihe? Ja, okay, ich muss einfach bloß schnell genug sein, alles klar. Ach, eigentlich könnte ich den Soul Reaver auch einfach nehmen, sie damit wegrotzen. Wenn ich Glück habe. Na super. Okay, es wird wahrscheinlich doch nicht. Nee, okay. Nee, nehme ich doch lieber eine andere Waffe. Das Flammenschwert. Kann ich wenigstens keine Zauber mehr benutzen, weil mein... Ja, super. Voll eingekerkert worden hier. The Heart of Darkness. Gab's nicht irgendwie was, dass die Viecher gegeneinander kämpfen? Ja, war so. Ich weiß nicht, ob das nur bei Menschen ging. Verlangsamen. Die Flammenschwert. Meine Gegner sind ziemlich
Wie funktioniert das denn nicht? The Heart of Darkness. Hä? Ich jetzt aber auch nicht kapieren, dass das nicht funktioniert. Kapier ich nicht. The Heart of Darkness. Das ist doch ein Witz, wirklich, ey. The Heart of Darkness. Es ist doch unmöglich, wirklich. Soll ich das denn bitte schön machen? Vielleicht kann ich sie ja mit dem Dings treffen. Verstehe ich nicht, wie ich die besiegen soll. Das ist doch so unfair, wirklich. The Heart of Darkness. Immer dieses ständige Rumgewechsel, wirklich. Thank you.
Obwohl, ich hätte mir jedes Mal auch Zeit sparen können, um mich zu heilen, indem ich mich einfach zurück in sein Grab teleportiere, würde ich mal sagen. Und schon wieder tot. Oh, ich habe gewonnen. The Heart of Darkness. Azimuts drittes Auge, eine Gabe von der Säule der Dimensionen. Damit ermöglichte Azimut Einblick in andere Reiche. Die Säule verlangt nun zurück, was ihr gehört. Was haben wir denn hier? Es bringt dich zur rechten Zeit an den rechten Ort. Besonders, das ist ja nicht mal der letzte Boss gewesen. Ich will gar nicht wissen, wie der letzte Boss wird. Wenn es jetzt schon so mies schwer gewesen ist. Wollte ich jetzt nicht machen, aber danke. Zumindest weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Sind ja nur noch drei, wa? Zwei oder drei. Ach. In dem Dreh wird's gewesen sein. Vor der Säule der Dimension legte ich das Auge von Azimut ab. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Gut gemacht. Du hast Möbius' Spielzeug gefunden. Azimut begnügt sich nicht mit dem Zusammenrufen der höllischen Horde. Sie hat dazu noch das Zeitflussgerät gestohlen, um die Kreaturen anderer Zeitalter auch in ihren Dienst bringen zu können. Kümmere dich um das Gerät, Kain. Es bringt dich zur rechten Zeit an den rechten Ort. Die Legionen der Nemesis fallen vom Norden her ein und machen alles nieder, was sich in ihrem Weg befindet. Vor nicht allzu langer Zeit trug Nemesis noch den Namen Wilhelm der Gerechte. Er war ein fürsorglicher und gerechter Wohltäter. Als aber seine Armee und er selbst immer mächtiger wurden, war ihm ein Reich nicht mehr genug. Dem Tyrannen fielen so viele Städte, so viele Menschen zum Opfer. Willendorf steht bald dasselbe Schicksal bevor. Nemesis muss gestoppt werden, soll nicht alles verloren sein. Die Säule der Natur, geschützt von Bane, dem Druiden. Okay. Du musst die Truppen von Willendorf zusammenziehen. Sie sind die letzte Hoffnung für Nosgut. Die Säule der Zeit, geschützt von Möbius, dem Herrn des Zeitflusses. Die Säule des Todes, geschützt von Mortanius, dem Totenbeschwörer. Die Säule der Zustände, geschützt von Anagrote, dem Herrn der Alchemie. Ja, komm, dann porte ich mich rüber. Ah, nee, doch nicht. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ja, okay, da muss ich eh hin. Aber ich wollte mich in seine Krypta porten. Dafür gab es ja, glaube ich, ein Dings. Weiß ich, ob es dafür einen Zauber gab. Ja, ich glaube schon, dass es dafür einen Zauber gab. Ins Dings rein. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie Gegner zu töten, bloß um
mich wieder heilen zu können. Der Zufluchtszauber ermöglicht. Weil ich jetzt gar nicht weiß, ob das überhaupt irgendwas bringt, wa? Erst. Ach, geht ja gar nicht. Ich habe einen Damage Soul Reaver ausgerüstet. Verstehe ich immer nicht, dass es so viele Waffen gibt, die gar nicht wirklich irgendwas bringen, ey. Ich heile mich gar nicht komplett damit. Das war. Obwohl, da nehme ich lieber eine andere Waffe für, dann kann ich auch gleich meine Magie auffüllen, wenn ich hier bin. Dann nehme ich die extra Rüstung. Kriege ich meine Magie wenigstens auch gleich wieder voll, ey. Okay. Dinger unten ist neu. Bin ich da unten noch gar nicht, okay. Aufgefallen beim letzten Mal, dass es da ist. Was da so Schickes drin ist. Reporter? Ich kann mir das ja beim letzten Mal nicht aufgefallen sein, ey. Ich bin nur vor kurzem da gewesen. Super, okay. Diese komischen Tod-Ja-Nein-Gegenstände sind ja leider auch nicht. Wo schlagen die Viecher denn hin? Ist doch gar nichts mehr. So, okay. Bestimmt noch. Ja, drei Boss-Gegner, die ich machen muss. Zibil, der Dollmaker. Kann ich mich ja schon wieder aufs Laufen vorbereiten. Naja, solange ich wenigstens ein bisschen Magie abbekomme, wieder ein bisschen Blut. Alle Zyper. Rasenmäher. So. Und rüber mit der dämlichen Nebelgestalt. Oder nicht? Hier nichts mehr rum.
Gibt's die Ecke hier? Verstehe ich nicht. Die Nervensägen mit ihren dämlichen Doppelmesserwürfen. Im Blut brauche ich jetzt keins mehr, aber Magie wäre mal nicht schlecht. Jetzt will ich ja meine Wolfsgestalt benutzen, aber die verbraucht ja Magie. Wenn man nicht benutzen. Muss ja gleich benutzen, na super. Da unten geht eine Höhle lang, da ist nochmal so ein Zigeunerlager. Komm ich noch gar nicht lang. Mit den Steinen verstehe ich aber auch immer noch nicht, ob ich da nicht reinkomme. Seltsam. Nicht wahr, Kain? Das Schicksal ist für uns so schwer zu akzeptieren. Für dich und mich in unserem Tod. Den Tod gibt es nur in einer Welt voller Leben. Bald wirst du und nur du alleine deine Aufgabe erfüllen müssen. Ich kann dir nicht mehr länger behilflich sein. Doch, gegen ihn muss ich wahrscheinlich sowieso kämpfen, ne? Stolzer Verteidiger des Reiches, mit seiner Kriegerelite und dem mächtigen Herrscherkönig Ottmar, dem Löwenthron war ich einst ergeben. Die goldenen Zeiten Willendorfs waren vorüber. Dies war die letzte Bastion gegen eine unsichere Zukunft. Ich könnte es mir wahrscheinlich wieder leicht machen, mich einfach schnell rüberporten. Auf dem Weg noch ein bisschen Blut geschlürft hier. Okay, da haben wir noch eine Höhle. Da gehen wir mal rein. Oder auch nicht. Digga, wie hart im Leben sind die denn? Ich will gerade sagen. Komm, Blutdings. Blut, 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 Blut. Erstmal woanders lang. Dann auf den anderen komischen Weg. Wir wollen mal kurz auf der Karte mal gucken, wo ich überhaupt gerade bin. Könnte mich da auch einfach hinfliegen. Kein Problem. Achso. Ganz vergessen. Ist auch voll bescheuert, dass ich in der Form nicht ins Pausenmenü gehen kann. Das ist 16 von 100 Secrets gefunden. Welpe. Weltkarte. Okay. Willendorf muss ich. Okay, ich komme denn nach oben. Und nach unten muss ich. Okay. Warum nicht?
Schon wieder ein neuer Zauber, den keine Sau brauche. Wirklich die Hälfte von allen Sachen, die ich hier finde, die benutze ich vielleicht einmal, um das Dungeon dann fertig zu machen, weil es dann meistens immer dieses kleine Tutorial, wie man eben mal die Zauber benutzt. Was sie eben dafür verwenden muss, ja, benutzt man die nie wieder. Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Ich sehe nicht mal was, geil. Okay, auf jeden Fall weiß ich schon mal, dass ich hier nicht weiterkomme. Nice. Also doch erst später. Ja, zumindest weiß ich jetzt, wo ich später hin muss. Schaden. Darf ich draußen erstmal wieder ein bisschen was futtern gehen, ey? So, Leben ist ja voll, die Soldaten kommen nicht hinterher. Weiß. Ein Dorf. Wenn ich da durchgehe, komme ich an die andere Seite lang. Gibt schon wieder so viel Stuff zu machen, ey. Das mächtige Willendorf hatte den Leib der Erde aufgeschlitzt und wertvolle Metalle und alte Geheimnisse gefunden. Eines dieser alten Geheimnisse besagte, dass in einem Grab ein Vorfahre von König Ottmar begraben sei. In diesem Grab würde ich eine Blutquelle finden, mit deren Hilfe ich einen äußerst mächtigen Verkleidungszauber als Adliger sprechen könnte. Damit wäre mir der Zugang in die Stadt des mächtigen Löwen sicher. Na, super. So muss ich dahin. Besonders hier geht's auch noch so weit, so viel weiter. 1000 Abzweigungen, was weiß ich, hier komme ich nicht weiter. Ah, hier. Oder auch nicht. Und doch nicht. Na moin. Da auch nicht. Da muss ich doch nochmal ein bisschen stärker werden. Ey. Geil. Na, wenigstens schon mal wieder ein paar Wege weniger, die ich langlatschen muss. Das Blut von Zeitaltern ist so süß.
Stärke aus uns. Deine Stärke ist durch unser Blut gewachsen. Jetzt kann ich die Steine durch die Gegend schieben. Ich habe jetzt einfach bloß gedacht, dass ich vielleicht, wenn ich da reingehe, dass ich da wieder rauskommen müsse. Ansonsten. Vielleicht, ach, was ist da, was ist noch da? Ja. Ich gehe erstmal da nach hinten. In der Dunkelheit wären aber mal nicht schlecht, wa? Okay, wirklich viel. Hier ist sie aber auch schon wieder nicht. Höhle. Äxte drin? Ja, perfekt. Schauen, wo es mich dahin verschlägt. Komme ich da irgendwas? Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Deine magische Energie wird durch unser Blut schneller wiederhergestellt. Ja, nice. Auch nicht schlecht, zwei so eine Blutquellen so nah aneinander dran. Hat ich aber bisher auch noch nicht gehabt. Ich sehe schon wieder nichts. Naja, zumindest meine Energie wieder aufgefüllt. Ich hätte auch einfach durchkommen können, ohne irgendwie mit der Nebelgestalt durch die Gegend rennen zu müssen. Komm, aktiviere ich erstmal dieses komische Fledermaus-Ding ins Kirchens. Geht das schon mal ab. Ich verstehe die Dinger hier aber immer noch nicht. Mal gucken, ob ich sie jetzt, wenn ich ein bisschen stärker bin, die Dinger mit der Axt wegbekomme. Mit dem Morgenstern meine ich. Der Keule, keine Ahnung, was auch immer. Okay, funktioniert nicht. Thank you.
es sind zwei Wege. Bin ich jetzt blöd oder bin ich blöd? Das eine Ding ist das eine, aber dann ist da noch eine andere Höhle. Ich weiß, bin ich ja jetzt drin gewesen oder nicht? Trinke aus uns.